Golf ist eine sehr traditionsreiche Sportart, aber auch hier geht heutzutage nichts mehr ohne moderne Technik. So begutachtet Trainer Thomas Göckele per Laptop die Schläge von Tim Wiedemeyer. Und eben dieser Tim ist ein absolutes Ausnahmetalent in seiner Sportart. Also er ist im Kopf sehr, sehr weit für sein Alter, hat da ganz viele gute Anlagen, die er auch im Turnier sehr, sehr gut umsetzen kann. Er ist ein super Wettkämpfer. Er ist geschmeidig in seinen Bewegungen, hat ein super Gefühl und das sind schon mal ganz gute Voraussetzungen. Wer könnte das besser beurteilen als der ehemalige Spieler der European Tour, der seit Anfang dieses Jahres im Golfclub Olching tätig ist und deshalb auch den erst 13-jährigen Tim unter seine Fittiche nahm? Unser alter Trainer hat einen neuen Job bekommen in St. Clairenroth und deswegen musste er umziehen. Wir waren sehr gut befreundet mit dem alten Trainer und waren mit Sicherheit sehr skeptisch, was passiert. Aber ich würde sagen, Tim hat es richtig gut getan, der Herrenmannschaft hat es richtig gut getan und der Thomas ist mit Sicherheit eine Bereicherung für den Club. Tims ehemaliger Trainer Marco Schmuck legte also den Grundstein. Göckele setzt das Begonnene mit seinem neuen Schützling nun fort. Naja, er ist jetzt bayerischer Meister geworden dieses Jahr, bayerischer Mannschaftsmeister. Ist ja ganz okay. Beileibe nicht die einzigen Titel in der Vita des Gymnasiasten. Zwar in 2 Jahren 3-mal bayerischer Meister. Einmal die internationale österreichische Schülermeisterschaft gewonnen und einmal in Italien noch ein Turnier gewonnen. Auch beim Thema Vorbild greift Tim ins oberste Regal. Ja, Tiger Woods war halt 13 Jahre lang die Nummer 1 der Welt war und viele Turniere gewonnen hat. Den Anstoß zum Golfen gaben die Eltern, wobei der Sohnemann ganz schnell auf die Überholspur ausscherte. Wir haben ungefähr ein Jahr vom Tim angefangen und die ersten Runden ist er nur so mitgegangen und hat irgendeinen Zauberstock genommen statt einen Golfschläger. Und irgendwann war es ein Laserschwert und dann hat er mal das erste Eisen genommen und seitdem hat es ihn infiziert. Ich glaube, jeder Vater ist stolz, wenn der Sohn Spaß am Sport hat und dann besser wird als man selber. Seit nunmehr 7 Jahren hat Tim die Platzreife, trainiert längst mit der Herrenmannschaft des GC Olching und steigert sich weiter von Jahr zu Jahr. Natürlich kann man im zarten Alter von 13 noch nicht wirklich beurteilen, wo der Weg hinführen wird. Er selbst träumt von einem Golfstudium in den USA und dem Einstieg in die PGA-Tour. Fachmann Göckele will die Erwartungen nicht zu hoch hängen, traut ihm aber auch einiges zu. Also erstmal ist es noch ein ganz langer Weg, um vielleicht später mal ein sehr, sehr guter Spieler zu sein. Aber Tim hat jetzt einen super Start hingelegt, würde ich mal sagen, und hat wirklich in den entscheidenden Bereichen sehr gute Anlagen. Wenn Tim Wiedemeyer Ehrgeiz, Selbstbewusstsein und Hartnäckigkeit in den kommenden Jahren so beibehalten kann, dann sollte man seinen Namen auf alle Fälle auf dem Zettel haben.